Ja, hallo. Es geht noch einmal um eine Folge von DSA durchgeblättert. Und zwar um eine Folge, die ich sozusagen ersetze. Das habe ich jetzt ja schon häufiger mal gemacht. Denn ein paar Folgen von denen, die ich gemacht habe, da hatte ich ja eben das Buch nicht. Und da habe ich ja vor mir nur so einen Zettel liegen gehabt. Oder in dem Fall hier in diesem Buch habe ich eine Werbeseite von einem anderen Buch aufgeschlagen, das eben dieses Buch hier beworben hat und ein bisschen was darüber erzählt, weil ich das Buch nur kurz hatte. Aber als ich das Video dann gemacht habe, hatte ich es eben leider nicht mehr. Ja, so, und ich wollte ja auch als Ziel irgendwann mal alle diese Videos ersetzen, wo ich nur einen Zettel hatte vor mir. Und das Ziel habe ich eben fast erreicht, weil nur noch dieses Buch hier und das Basisregelwerk sind eigentlich übrig als Zettel. Videos. Und ja, auch das Basisregelwerk ist ja jetzt wieder 2014 rausgekommen. Das heißt, ich kann jetzt das ganze Zeug vollständig ersetzen. Das finde ich sehr schön. Und ja, dann fangen wir mal an. Es geht nämlich hier um das Krieger, Krämer und Kultisten. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Ich glaube, es war Folge 48, die ich gemacht habe, also die hier jetzt ersetzt wird durch dieses Video. Ja, Krieger, Krämer und Kultisten, da muss man dann ja zu sagen, denn dem geneigten DSA-Fan fällt es ja auf. Der Rand ist purpurn, also violett, und auch das Lesezeichen hier ist purpurn-violett. Da denkt man sich, oh, was ist denn das? Gibt es da eine neue Reihe? Und dann kann man antworten, ja, es gibt eine neue Reihe, nämlich die purpurne Reihe, die sogenannte Luxusbandreihe, die darauf ausgelegt ist, einfach dem geneigten Meister oder auch Spieler ein bisschen nette Extrasachen an die Hand zu geben. In dem Fall geht es um Meisterpersonen des Mittelreichs, deswegen Krieger, Krämer und Kultisten als netten Titel. Was an die Hand zu geben, um das einzusetzen und ja, ich sag mal, Luxusband definiert sich natürlich auch noch durch Luxus und der besteht hier darin, dass es nämlich bunt ist, dieses Buch, aber nicht bunt im Sinne des Basisregelwerks, dass es Papierseiten sind, aber bunte, was ich sehr, sehr schön fand, sondern eben Hochglanzseiten, die bunt sind, was ich immer nicht ganz so cool finde. Na gut, aber immerhin bunt. So, und auf der Rückseite gibt es aber keine 1 oder 2 oder sowas dann bei diesen Büchern, sondern eine Meistermaske. Ja, ich weiß auch nicht, haben sie halt einfach als Symbol so gewählt. Ich meine, mittlerweile gibt es von diesem Buch auch schon den Nachfolger, Granden, Gaukler und Gelehrte, habe ich ja in einem Video auch schon mal ja, vorgestellt. Und das dritte Band davon, was dann nochmal Meisterperson beschreibt, das wird auch noch rauskommen. Das werde ich dann auch nochmal zeigen. Also das hier ist ja für Mittelreich. Das zweite beschäftigt sich mit dem Süden Abenteuerlands und das dritte wird sich mit dem Norden beschäftigen. Ja, und ich habe irgendwie gehört, ein Tempelband soll auch noch rauskommen, der angeblich in dieser purpurnen Reihe drin sein soll, wo dann Tempel beschrieben werden, der 12 Götter. Oder vielleicht auch noch von anderen Gottheiten. Keine Ahnung, also da habe ich jetzt keine Infos. Aber okay. Ja, also das Cover ist ja an sich schon mal sehr schön, weil da eben viele verschiedene Meisterpersonen dargestellt werden. Ne, Kriegerin, Kultistin des Namenlosen, hier so Stadtwache, so ein Scharlatan, so ein Botenjunge und irgendwie eine Magen normale. Natürlich ganz nett. Ja, das Buch ist übrigens auch sehr schwer. Also nicht so schwer wie die G7-Kampagne, aber doch verhältnismäßig schwer. Das liegt, glaube ich, an den Hochglanzseiten. Ja. Das ist zwar hier ist noch Papier, aber jetzt kommt schönes, buntes Material. Mit natürlich neuen Bildern. Irgendwie gab es nicht so richtig ein Lektorat, habe ich das Gefühl. Das Buch ist übrigens von 2012, also wir haben ja jetzt 2014, das heißt, nach 2 Jahren habe ich es geschafft, nochmal irgendwie kurz dieses Buch zu kriegen, um es vorzustellen. Aber okay, der Vollständigkeit halber. So, ich werde es nämlich auch nicht lange haben.
Deswegen mache ich das jetzt schnell einmal. Ja, Inhaltsverzeichnis ist eben nur dafür da, um zu sagen, hier, welche Person, ja, hier findest du irgendwo. So, die Kopfzeile, ne, zeigt hier so einen Elfen. Ich weiß nicht, ob das irgendein Gelehrter oder so. Zwerg und Ritter und nochmal irgendwie eine Magierin. Ja, und im Vorwort wird einfach gesagt, was die Idee des Buches ist und ein kleines Abkürzungsverzeichnis. Und hier unten die Aufmachung der Seitennummerierung, auch ganz nett. So, und dann, welche Region das umfasst, finde ich, diese Darstellung mit den Grenzen finde ich ja persönlich immer sehr schön, vor allem in Bund. Und im Prinzip ist das einfach nur so, dass die meisten Personen euch an die Hand gegeben werden, wie ich gesagt habe. Am Anfang kommt noch einfach zum Verständnis und Gebrauch des Meisterpersonen, ja gut, bla bla bla. Und dann geht es eben los mit A, der Adeptin. Das ist immer so aufgebaut, es gibt zu jedem Charakter eine Abbildung, wobei in diesem Band die Abbildungen teilweise kritisiert wurden. Denn das hier sieht schon, ich weiß nicht, ob man es dann jetzt sehen kann, aber das sieht so ein bisschen computergeneriert aus. Es geht irgendwie noch, aber weiß ich nicht, so ganz doll ist es eben nicht. Also das könnte man irgendwie noch schöner machen, hat man das Gefühl. Und andere Abbildungen sind wieder okay. Ich kann aber sagen, im zweiten Buch hiervon ist eigentlich alles schön. Von den Abbildungen gibt es diese hier nicht mehr. Da haben sie sich, glaube ich, die Kritik zu Herzen genommen. Und es ist eben immer so aufgebaut. Erstmal kommt ein großer Flufftext, aber nicht in Kursiv, der im Prinzip einfach eine Kurzgeschichte beschreibt. Und ja, kleine Zitate dazwischen. Meistens zwei, glaube ich. Und dann kommt ein Wertekasten, der ganz viel Zeug hier beschreibt. Und dann wird auch noch die erfahrene Adeptin hier beschrieben und die Veteranen-Adeptin, also welche Werte dann sich ändern würden. Ja, es gibt immer einen schwarzen Kasten mit Dienstleistungen, bei der zum Beispiel Heilzauber, Analyse, Antimagie, Übersetzung, Auftrag. Da kann man sich daran orientieren, was man auch so für Preise verlangen könnte. Es gibt immer eine kleine Namensliste. Und also für männlich und weiblich und Abenteuervorschläge. Ja, und das war es dann eben schon. Also hier sind ungefähr, ich glaube, 60 Meisterpersonen drin. Und so geht es eben mit jeder Meisterperson gleich weiter. Allerdings wurde ja an diesem Band einige Kritik geübt. Also es wurde gesagt, ja, hier diese Generierung mit diesen Tabellen, die ich hier gesehen habe, das sind ja so 110 GP und ja, das sind doch eigentlich Helden und die Helden sollten doch besser sein. Und manche sagen, weiß nicht, sowas wie das Geweiht auch mal bei den Nachteilen stand oder sowas. Und Rechtschreibfehler sind auch recht verbreitet. Ja, na gut. Also ich habe das alles nicht so durchgelesen. Ich habe da nur mal so ein paar Sachen durchgeschmökert, wo mich meine einen Charakter interessiert hat. Ja, den Alchemisten gibt es hier eben noch mit seinen Dienstleistungen. Das Bild finde ich schon wieder viel schöner. Und natürlich die gute Amazone, die auch irgendwie sehr wertvolle Rüstungsteile hat. Ja, ach so, gut, die Amazone, die hat jetzt nicht so wirklich Dienstleistungen, ist natürlich klar. Da ist nur eben die Verwendung im Spiel. Ja, es gibt übrigens auch immer eine Angabe zum Seelentier. Da wird nämlich auch nochmal eine nette Tabelle später kommen. Ja, die Geschichten sind wirklich immer sehr schön. Ja, der Ausrufer. Die Bardin, das ist auch so eine halbwegs gute Darstellung, wenn man jetzt das genau sich anguckt. Die Baronin, naja. Also grundsätzlich sieht es natürlich gut aus, aber ja, die Umsetzung. Also das hier sieht schon ein bisschen mehr gemalt aus als zum Beispiel die Baronin. Na. Ja. Na. Der Bernsteinsammler. Naja, die Überschriften könnt ihr ja eigentlich hier selbst lesen, ne?
Ja, das Problem an diesem Buch ist eben, was Leute kritisiert haben, dass das Buch ja im Prinzip als Spielhilfe gehandelt wird. Allerdings sagen dann Leute, naja, also wenn ein Buch eine Spielhilfe sein will, dann muss es sich auch als solche messen lassen an den Maßstäben. Und man kann natürlich jetzt darüber diskutieren, ob das hier jetzt eine Spielhilfe so richtig ist. Also meine eigene Meinung ist, das Buch ist recht unnütz. Wenn man nicht einfach nette Flufftexte über Archetypen lesen will, dann finde ich das nie so dolle. Klar, die braune Reihe von DSA mit den Dämonen und Untoten und elementare Gewalt, das ist auch so ein bisschen so eine Fluff-Reihe. Da gibt es ein paar Regeln noch, aber gut, das ist dann wenigstens zu einem Thema, weiß nicht, da kannst du halt einfach Untote mal benutzen und ins Spiel geil einbauen und dich an den Geschichten orientieren. Und die Werte hast du eben auch alle hinten drin und ganz viele verschiedene Arten. Und dann kannst du damit sogar noch irgendwelche Abenteuer-Ideen aufspannen. Ich meine, hier gibt es auch Abenteuervorschläge. Das ist natürlich gut, das sollte auch sein. Aber ich weiß nicht, also wenn ich meistere, dann gucke ich eben, wenn es um Meisterpersonen geht, natürlich erstmal, wie wichtig ist die entsprechende Meisterperson. Wenn sie wichtig ist in einem Abenteuer, gibt es sie vielleicht auch in dem Abenteuer gut beschrieben. Wenn es sie nicht gut beschrieben gibt, gibt es sie vielleicht irgendwo in einem anderen Buch, was ich habe, weiß ich nicht, in einem Regionalband dann, ja, kurz beschrieben oder vielleicht sogar auch ein bisschen länger, wenn schon nicht im Abenteuer. Aber wenn es sie dann da auch nicht gibt, dann muss ich mir eben was zu überlegen. Wenn ich eine Meisterperson selbst erschaffe und mir was zu überlege, dann ist das ja sowieso klar. Dann erschaffe ich die von Grund auf und weiß, was mit der los ist. Das heißt, das Schwierigste sind eigentlich die Meisterpersonen, die von offizieller Seite festgesetzt sind, die auch in den Hintergrund eingespannt sind, wo man weiß, na, die machen das und das, aber die eben wirklich nur ganz kurz erklärt sind. Und wo man sich dann eben schon so überlegen muss, naja, wie könnte der oder die sein? Und dann, oh, ist jetzt aber ein Rondra-Geweihter und dann muss ich nochmal beachten, was könnte ich für eine individuelle Note einbauen? Solche Dinge eben. Und ja, das ist ein bisschen schwieriger schon. Aber ich sag mal, da hilft mir hier dieses Buch sowieso nicht. Und vor allem, wenn ich über Meisterpersonen, also wenn ich die einsetze, dann sind sie entweder nach kurzer Zeit wieder weg, weil die Helden eh weiterziehen, oder sie sind mittelfristig da, weil sie ein Auftraggeber sind. Und man hat mit ihnen dann nicht so viel zu tun, weil man dann doch wieder immer wieder irgendwo hingeht und dann nur kurz wieder bei ihnen ist und mit ihnen redet. Oder es sind welche, die ausnahmsweise mal mit der Heldengruppe mitziehen. Und bei denen muss man sich dann eh Gedanken machen oder eben nachlesen, was das für welche sind. Ja. Achso, übrigens, hier kurz nochmal zu der Kultistin des Namenlosen. Sie haben auch im Vorwort gesagt, purpurne Reihe. Also purpurn ist ja auch die Farbe des Namenlosen, aber da soll man jetzt nicht daran denken, dass es irgendwas mit namenlos zu tun hat, sondern purpurn deswegen, weil es eben Luxus symbolisiert. Ne? Das hat ja in der Antike auch immer schon Luxus symbolisiert und jetzt eben auch hier. Außerdem haben sie ja andere Farben schon verbraucht. Und hätten sie jetzt als Buchrücken gelb oder so genommen, wie bei Myranor, würde es auch nicht gehen. Ne? Also das ist ja auch nicht so einfach, was Gutes auszuwählen. Ja. Auf jeden Fall mit den Meisterpersonen ist es so eine Sache. Und diese sogenannte Spielhilfe hier, die will eben nur euch sagen, so, ihr habt hier einen Kasten mit Werten, eine nette Geschichte dazu und damit und ein paar Vorschläge und da könnt ihr ja mal was zusammenbauen, vielleicht noch ein paar Dienstleistungen. Ja, das war's dann. Ich meine, das ist vielleicht für Interessierte, die sich wirklich dafür interessieren, ganz nett, aber ich stufe das mehr so ein wie zum Beispiel Handelsherr und Kiepenkerl,
das Buch zum Handel, da gibt es auch so ein paar nette Seiten drüber, wie nun mal der Schmuggel funktioniert und überhaupt der Großhändler so. Hier ist der Namenlosgeweihter. Das andere war ein Normalkultist, Entschuldigung. Sieht ein bisschen aus wie Voldemort hier. Und dieses Thema mit dem Handel, da muss man sich für interessieren. Und viele sagen eben, hier Handel und die Handelswaren, das ist alles nicht so richtig spieltauglich. Halte ich mich dann lieber von zurück. Halte ich mich lieber von fern, so. Und mit dem Buch hier, finde ich, ist es einfach genauso. Wenn man sich einfach sagt, ach komm, ich habe das Geld, also kostet übrigens 35 Euro, also 5 Euro mehr als durchschnittlich normales DSA-Buch, dann kann man sagen, okay, ja, das Geld gebe ich aus oder ich lasse es mir schenken zu Weihnachten oder so, weil ich will die netten Geschichten lesen. Dann ist es ja okay. Aber ansonsten, weiß ich nicht, ich finde, das ist eher Ballast, weil wenn ich normal eine Meisterperson einsetzen will und dann habe ich dieses Buch oder diese Reihe hier, diese kleine, im Regal stehen und dann denke ich mir, oh, ich erschaffe jetzt eine Meisterperson und oh, gab es da nicht in irgendeinem Buch hier was Ähnliches? Ja, da gucke ich jetzt nochmal rein und dann lenkt man sich wieder ab und anstatt einfach selbst mal was zu erschaffen und nachzudenken, ja, was könnte man so Nettes machen? Weil richtige Tipps gibt es ja hier auch nicht, weil ihr lest diese Geschichte, da wisst ihr, oh, so könnte mal eine kleine Geschichte ablaufen, okay. Namen sind völlig egal, die gibt es auch in anderen Büchern. Und zwar viel vollständiger. Und Abenteuervorschläge, ja mein Gott, ich meine, man spielt ja eh ein Abenteuer. Also ich kaufe mir ja dieses Buch nicht, nur weil ich hier diese drei kleinen Abenteuervorschläge von irgendeinem Kämpfer mal unbedingt einbauen will. Also dazu brauche ich das Buch natürlich jetzt auch nicht. Ja, also und die Dienstleistungen, ja gut, die können vielleicht mal punktuell ganz nützlich sein im Spiel, aber dafür dann für diese kleinen Spielhilfen-Aspekte 35 Euro. Naja, gut. Also, dass man diese Kritik üben kann, naja, es will sich daran messen, eine Spielhilfe zu sein und dann schaffst du es aber nicht richtig. Das Einzige, was dieser Kritik entgegenwirkt, finde ich, ist wirklich, dass sie von vornherein sagen, es ist eine Luxusbandreihe. Na gut, es kostet 5 Euro mehr. Es ist in Bund und es ist einfach mal ein bisschen was Nettes für Leute, die sich dafür interessieren. Ja, okay. Das ist klar. Weil Luxusbandreihe sagt ja schon, nur wenn man Bock drauf hat, ne? Ja, weiß ich nicht, aber für mich ist das irgendwie nix. Also ich, und vor allem diese ganzen Werte, das ist, ich meine, man kann vielleicht mal eine Idee haben, irgendein Magier könnte vielleicht das und das haben, aber was weiß ich, wenn ich jetzt hier den Schreiber habe und der sollte wirklich mal in einem Dolchkampf verwickelt sein. Ich meine, erfahrener Schreiber, Veteranenschreiner, das ist schon irgendwie lustig. Der ist dann halt besser in Kryptografie und sowas, aber da kann ich dann eben mir überlegen, okay, hat dieser Schreiber gute Kampfwerte im Dolch? Na, wahrscheinlich eher nicht so. Dann ist er, weiß ich nicht, so auf 8, 9, 9 als Attacke, keine Ahnung. Was hat der hier? Dolche, Kampfwerte, Dolche 9, 9, genau. Ja, habe ich sogar ganz gut getroffen. Also, das, wenn man sich ein bisschen mit den Grund-DSA-Regeln auskennt und mit den Verhältnissen, die so herrschen, dann ist das überhaupt kein Problem. Dann kann man halt wirklich einfach sagen, so, ich weiß, wie gut er sein kann. Und wenn man als Meister weiß, okay, vom Hintergrund her ist der aber insgeheim irgendwie ein richtig guter Dolchkämpfer, der kämpft jeden Tag in der Arena unten im, unter der Stadt, ja, dann kann man natürlich da sagen, okay, hat er halt 15-15 oder so. Und die Helden wundern sich, aber es hat halt einen Grund. Das kann man sich alles überlegen. Da braucht man halt kein, nach meiner Meinung kein Buch zu, um das eben, ja, zu wissen.
Weiß ich nicht. Na, ich glaube, nach 20 Minuten kommt gleich wieder diese nervige Pause. Ja. Okay. Ich hoffe, dass das mit der Pause so geklappt hat. Ja, eine Wildnisläuferin-Elfe. Ja. Also, nochmal, dieses Buch ist wirklich für euch nur ganz nett, wenn euch dieses Thema sehr interessiert oder wenn ihr einfach schöne Kurzgeschichten haben wollt mit ein paar kleinen Sachen dabei. Oder einfach natürlich, wenn ihr es geschenkt kriegt oder sowas und schon alle Bücher habt. Ja, mit den Kapitelangaben kann man hier auch gar nicht so viel sagen. Das kann ich ja schon mal machen. Also es gibt wirklich immer 3 Seiten pro Charakter. Und der Anhang, der hier jetzt kommt, das sind nochmal 10 Seiten. Da gibt es nämlich erstmal Modifikatoren nach Herkunft, damit man so ein bisschen die Charaktere hier auch in den Süden oder Norden verfrachten kann. Naja, gut. Ja, hier gibt es nochmal ein paar kulturelle Unterschiede, ne? Amazonenburg und sowas. Ja. Ach ja, genau, hier geht es ja noch weiter. Das mit den Charaktereigenschaften finde ich wirklich sehr schön. Da habt ihr wirklich von A bis Z fast jeden Buchstaben. Da könnt ihr dann wirklich einfach sagen, ich will mal was mit V, Quatsch, ich will mal irgendeine Eigenschaft einfach haben und dann, ja, ich nehme mal diese Eigenschaft. Undurchschaubar, okay, naja, und dann ist es, das ist nämlich das Reizvolle. Da kann man dann schon mal sagen, okay, ich will einen Charakter erschaffen und den Schreiber, der gerade mit den Helden zu tun hat, der soll ja, undurchschaubar sein. Und dann versuche ich das als eigene Hürde für mich selbst, als Meister, so mal darzustellen. Oder ich suche mir halt verschiedene raus. Weil das macht man ja sonst ja auch sehr selten. Ja, Aussehen von Meisterpersonen kann man hier auswürfeln. Habe ich auch schon mal gemacht. Aber dieses Auswürfeln kann wirklich dann ziemlich komisch werden. Das steht hier aber auch drin, glaube ich. Da kann man sich natürlich auch was rauspicken, was man jetzt einfach will. Namen von Meisterpersonen natürlich noch, die jetzt vor allem im Mittelreich sind. Und dann, was ich schön finde, Seelentiere. Ich glaube, das wurde irgendwo mal. Genau, hier steht, diese Informationen ergänzen jene aus Liber Cantionis Deluxe, Seite 234. Deutung sogar noch. Das ist wirklich sehr schön. Also da sind zwar nicht alle, die es so gibt, aufgeführt, aber da könnt ihr zum Beispiel dann gucken, ach, Löwe. Hätte die Eigenschaft mutig, stark, charismatisch. Denn, um das nochmal ganz kurz zu erklären, jeder normale Zweibeiner hat ein Seelentier, nicht nur irgendein Magier oder so. Deswegen gibt es ja auch den Zauber Seelentier erkennen. Umso besser man den Zauber schafft, umso besser kann man das erkennen. Und das Seelentier eines Menschen zum Beispiel, das ist wirklich das Innerste. Das spiegelt das Innerste wider, wie er ist. Also beim Löwen mutig, stark, charismatisch. Gut, die Amazone, die jetzt hier drin war, die hatte Löwin natürlich, ist klar, weil es geht ja nur um Weiblichkeit. Frauen, Löwin, Rondra, klar. Aber es gibt auch durchaus mal sowas wie Vogel und dann eben Unterschiede: Adler, Aranischer Rennkuckuck, Elburischer Liebesv, Elster, Ente und so weiter. Und die haben dann verschiedene Aspekte. So, und das ist dann wirklich so: man macht diesen Zauber. Und erkennt dann eben mehr oder weniger gut das Seelentier eines seines Gegenübers. Und das kann zum Beispiel auch sein, dass weil man seelische Schäden hat oder starke körperliche Schäden, dass dann zum Beispiel auch das Seelentier Löwe ein paar Verletzungen an sich trägt. Oder vielleicht schon sehr alt ist, weil der Charakter ist auch schon sehr alt. Also man erkennt einige Sachen am Seelentier, natürlich umso besser man den Zauber geschafft hat. Also das ist schon echt eine nette Sache. So, keine Werbung hier drin. Und dann sind wir durch. Ja, Sammlung aventurischer Meisterpersonen, ne? Für Meister und interessierte Spieler aller Erfahrungsstufen, wie gesagt. Und dann 35 Euro. Ja, hier steht auch nochmal, diese Spielhilfe enthält Informationen zu verschiedenen archetypischen Meisterpersonen und zu ihrem Einsatz am Spieltisch. Zum eigentlichen Spiel werden an weiteren Kenntnissen die Regeln aus Wege der Helden, Wege des Schwerts, Wege der Zauberei, Wege der Götter und des Liber Cantiones benötigt.
Also da muss man schon, wenn man nur dieses Buch hätte, schon einiges Geld ausgeben, um da noch überhaupt ja, tolle Sachen machen zu können im Spiel. Ja, gut, das war's. Ich glaube, alles zu gesagt. Dann belassen wir es einfach mal dabei. Und ja, den Nachfolgeband habe ich auch schon mal gemacht. Und diesen dritten Band, wenn der mal rauskommt, dann stelle ich den auch mal kurz vor. Ja, okay, das war's. Auf Wiedersehen.